Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von UPC News TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Diese Themen gibt's heute für Sie. Digitalisierung. 2017 stellt UPC das Netz in Wien um. Im Studio zu Gast Thomas Brenner von FutureZone.at. UPC Vienna Capitals. Der höchst erfolgreiche Grunddurchgang der ersten Eishockeyliga. UPC On Demand. Die besten Filme der Woche. Mehr als 15 Jahre hat UPC das TV-Programm in Österreich sowohl analog als auch digital ausgestrahlt. Im Vorjahr wurde das Netz schließlich fast im ganzen Land komplett auf digital umgestellt, wir haben berichtet. 2017 ist nun Wien an der Reihe und dazu wurde jetzt auch bei einer Pressekonferenz im Herzen der Stadt informiert. Am 21. Februar ist es soweit. UPC startet endlich auch mit der Volldigitalisierung in Wien. Die Bundeshauptstadt ist die letzte Region, wo das analoge TV- und Radioangebot eingestellt wird. Wien ist unser größtes Netz und nachdem die Mehrzahl unserer Kunden und täglich werden es mehr schon auf digital umgestellt haben, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns das größte Netz zum Schluss vor, weil dann wird natürlich die Anzahl der betroffenen Kunden auch geringer sein als zu Beginn. Neben einer perfekten Bild- und Tonqualität, einer größeren Programmvielfalt, der Möglichkeit aufzunehmen, einem elektronischen Programmführer und vielen Zusatzdiensten, schaufelt der Kabelriese mit der Umstellung auch zusätzlichen Platz für weitere digitale Anwendungen frei. Ja, wir hatten bis jetzt die Kapazität verfügbar, aber jetzt in der nächsten Zeit müssen wir sozusagen hier die Kapazitäten, die wir jetzt für analog brauchen, auch für Internet- und HD-Programme einsetzen. Von der Umstellung betroffen sind allerdings weniger Endgeräte, als man vielleicht glaubt. Aus den Bundesländern haben wir die Erfahrung gewonnen, dass hauptsächlich Zweit- und Drittfernseher in den Haushalten betroffen sind. Das heißt, man hat im Wohnzimmer schon den schönen neuen Flat-TV und hat aber dann den alten Röhrenfernseher zum Beispiel ins Kinderzimmer gestellt. Und dort muss man jetzt eben dann auch etwas tun. Wer ein solches älteres Gerät besitzt, kann mittels einer UPC Media Box oder dem neuen Horizon HD Recorder das vielfältige digitale Programmangebot empfangen. Alternativ könnte man auch auf einen neuen Fernseher umsteigen bzw. den Empfang mittels eines handelsüblichen DVB-C Receivers sicherstellen. Daneben können mit Hilfe eines sogenannten Radiokonverters über 70 digitale Radio- und Audiokanäle gehört werden. Alle betroffenen Kunden werden rechtzeitig informiert. Außerdem gibt es mehrere Möglichkeiten, selbst herauszufinden, ob man noch analog sieht. Die einfachste ist wahrscheinlich, indem man auf das Fernsehprogramm geht. Mindestens 4 Wochen vor Abschaltung wird dort dann, wenn man noch analog sieht, eine Laufschrift erscheinen, wo eben dann steht, Achtung, stellen Sie bitte um. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man schaut, ob beim ORF-Signal, das man empfängt, ORF HD steht. Wenn HD steht, dann braucht man nichts tun, dann sieht man bereits digital. Mit seiner Wohnadresse kann man außerdem direkt auf der UPC-Homepage anfragen, wann konkret umgestellt wird. Die schrittweise Umstellung erfolgt nämlich nicht nach den Bezirken. Der Grund ist der, dass die Glasfaserinfrastruktur, die seinerzeit verlegt wurde und nach wie vor natürlich verlegt wird, nicht in den Bezirken oder nach den Bezirken sich gerichtet hat, sondern nach anderen und technischen Parametern. Im Herbst sollte die Volldigitalisierung in Wien und damit in ganz Österreich abgeschlossen sein. Kennen Sie Alexa, Cortana oder Siri? Wenn nicht, dann werden Sie diese gleich kennenlernen. Thomas Brenner von FutureZone.at ist heute bei mir zu Gast. Doch zuvor gibt's noch die Meldungen der Woche. Zeitversetzte TV-Nutzung wird immer beliebter. Das zeigen in der Schweiz neue TV-Nutzungszahlen laut der Medienforschungsinstitution MediaPulse. Allen voran liegt die Romandie. Bei den 15- bis 29-jährigen Fernsehzuschauern hat die Region mit 26% einen neuen Rekordwert. UPC macht in der Schweiz mit Replay TV zeitversetztes Fernsehen bereits seit einigen Jahren möglich. In Österreich ist diese komfortable Art des Fernsehens bisher aus rechtlichen Gründen noch nicht verfügbar. Wenn die Grenzen zwischen Realität und der digitalen Welt verschwimmen, dann handelt es sich um die sogenannte erweiterte Realität.
auch Augmented Reality genannt. UPC holt diesen neuen Technologietrend in den Hauptbahnhof von Zürich. Vom 30. Januar bis 1. Februar tummeln sich dort riesige Elefanten, gruselige Zombies oder auch süße Comicfiguren aus bekannten TV-Inhalten herum. Möglich macht das der sogenannte Magic Mirror, der mit Hilfe von computergenerierten Bildern Dinge virtuell zum Leben erweckt. UPC Digital TV-Kunden in der Schweiz können vom 27. Januar bis zum 27. Februar Premium TV-Kanäle sehen. Alle TV-Kunden mit DigiCard, MediaBox oder Horizon haben Zugang zu Sendern, die sonst nur mit großen Connect and Play-Paketen oder mit der TV-Zusatzoption Premium TV empfangen werden können. Eine Anmeldung ist dabei nicht notwendig. Zusatzkosten fallen bei der Aktion ebenfalls weg. Sprachassistenten sind der Trend 2017. Thomas Brenner von FutureZone.at hat diese bereits getestet und jetzt auch eine mitgebracht. Hallo Thomas. Hallo. Das sind ja alles jetzt sehr klingende Namen. Alexa, Cortana, Siri und das sind zurzeit die gefragtesten Gesprächspartner der Welt, oder? Kann man so sagen, dass der Name klingt, macht natürlich Sinn. Meistens ist es so, dass man den Namen des Produkts zuerst sagt, um es zu aktivieren. Und wenn das natürlich ein komplizierter Zungenbrecher wäre, würde es vermutlich wenig Leute geben, die das verwenden. Jetzt bevor wir da zu tief reingehen, vielleicht mal ganz allgemein erklärt. Was sind das für kleine Dinge und was können die wirklich? Also die Geräte sind in erster Linie dafür da, um die Interaktion zwischen Mensch und Computer möglichst natürlich ablaufen zu lassen. Es ist schon seit jeher mehr oder weniger ein Traum von Menschen, dass man nicht mehr mit Tastatur und Maus oder Touchscreen sich durch ganz viele Menüs wühlt, um dann diesen Punkt beim Computer zu finden oder auf einer Internetseite, den man machen will, sondern dass man einfach wie, als würde ich mit einem Menschen, mit einem Freund, mit einem Mitarbeiter reden, dass ich so auch mit dem Computer reden kann und dass ich einfach sage, okay, ich will das und der Computer versteht das sofort und erfüllt dann meinen Wunsch. Es ist einfach eine ganz neue Art und Weise, mit Technik zu interagieren. Google arbeitet daran, Amazon hat mit Alexa vor 2 Jahren etwas geschaffen, was jetzt fast schon Mainstream ist. Mhm. Ja, und da wird es in Zukunft noch viel mehr geben. Das ist von Amazon, Alexa. Genau. Die haben aber mehrere Modelle auch. Genau. In Österreich gibt es das Google Home, heißt das, eine smarte Box nicht zu kaufen. Amazon Alexa schon. Es heißt nicht Alexa, heißt der Sprachassistent. Das Produkt in dem Fall heißt Echo, also so wie das Echo. Und da gibt es 2 Versionen. Eines ist eine größere Version, das ist gleichzeitig eine Bluetooth-Box, über der man auch in guter Qualität dann Musik hören sollte. Und ganz neu ist jetzt der Echo Dot, den ich auch mitgebracht habe. Das ist eine kleine, günstige Version, die man sich dann einfach zu Hause hinstellt und mit dem man dann im Idealfall redet. Also die Produkte von Amazon kann man inzwischen kaufen. Genau. Hierzulande, auch in der Schweiz, Deutschland, wie schaut das aus? Genau, man muss sich aktuell für das Echo Dot, funktioniert das nur mit einer Einladungspolitik, also man muss sich mehr oder weniger bewerben und nach ein paar Wochen kann man es dann kaufen. Angeblich, weil Amazon die Produktionszahlen einfach nicht erfüllen kann anders, aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen eine Spielerei, also das Erzeugen eines Hypes, glaube ich. Jedenfalls, wenn man die Einladung hat, kann man das in Österreich, Schweiz kaufen, Deutschland natürlich auch. Bedenken muss man, dass die meisten deutschsprachigen Apps, Alexa kann bis jetzt nur Englisch und Deutsch, auf Deutschland zugeschnitten sind. Also zum Beispiel standardmäßige Nachrichten-App ist die Tagesschau. Aber es kommen auch schon immer mehr Apps aus Österreich dazu und ja, wird sicher auch in Zukunft noch mehr werden. Weil du sagst, es kommen Apps dazu, vielleicht erklärst du uns mal die Hintergründe, wie arbeitet das? Das Ganze ist mit WLAN verbunden, also man braucht auf jeden Fall, klar, Internetanschluss. Genau. Immer fix am Strom. Genau. Woher holt sich das jetzt die Informationen? Also man kann sich das im Grunde vorstellen wie ein kleines Handy ohne Display. Es hat einen WLAN-Adapter, muss allerdings die ganze Zeit am Strom hängen, im Unterschied zum Handy, und ist mit WLAN direkt mit dem Internet verbunden. Dann hat man auf seinem eigentlichen Handy eine App, über die man das einstellt. Da stellt man zum Beispiel seinen WLAN-Schlüssel und ab dann ist es eben im Internet verbunden. Mhm. Über das Handy kann man dann auch Apps aktivieren. Es gibt mittlerweile, ich glaube schon über 3000 verschiedene Apps. Und das zählen Dinge dazu, wie zum Beispiel eine App vom Taxidienst Uber, dass ich sagen kann, Alexa, bestell mir jetzt ein Uber. Mhm. Bis hin zu Nachrichten-Apps, bis hin zu Apps, um die neuesten Sportergebnisse abzufragen. Ich wollte gerade fragen, wie wird das denn bisher am meisten genutzt? Weiß man das? Also Daten gibt es dazu relativ wenig. Man muss dazu sagen,
Alexa kann auf Englisch wesentlich mehr als auf Deutsch, aktuell noch. Und man kann wohl davon ausgehen, dass sie in erster Linie als Spielerei genutzt wird. Vielleicht jetzt auch verstärkt, um das Smart Home zu steuern. Immer mehr Leute haben vernetzte Glühbirnen, zum Beispiel von Philips. Gibt es ein populäres System, immer mehr Leute haben vielleicht ein vernetztes Thermostat, vernetzte Küchengeräte. Und das wird alles schon unterstützt. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn man nach Hause kommt, Alexa, schalt das Licht im Wohnzimmer ein, stell die Temperatur 25 Grad und schalt die Kaffeemaschine ein. Also so Dinge funktionieren, vorausgesetzt, man hat natürlich die Grundlage zu Hause. Wir haben hier Alexa, darum sagst du auch immer Alexa. Und man muss ja das Ding, sage ich jetzt einmal, immer auch ansprechen, natürlich mit dem Namen. Genau. Weil sonst spricht es dann, wird es ständig mitsprechen. Also es wartet wirklich auf die Befehle, auf... Genau, es wartet, es hat eine leuchtende Leiste oben und die leuchtet blau, wenn man den Namen sagt. Und dann hört es eben zu und macht, was auch immer man verlangt und was es kann. Ich würde sagen, wir testen das jetzt mal. Wir schauen mal, was Alexa wirklich kann. Alexa, wie viele Einwohner hat Österreich? Österreich hat 8.725.931 Einwohner. Gut, beeindruckend. Was kann Alexa noch? Wie gesagt, es sind Spielereien, die es macht. Man kann zum Beispiel einen Timer stellen. Anwendungsgebiet wäre, ich stehe in der Küche, koche, meine Hände sind schmutzig, ich will nicht mein Handy rausnehmen und die Stoppuhr starten, kann ich sagen, Alexa, stell den Timer auf 3 Sekunden. 3 Sekunden, ab jetzt. Und in 3 Sekunden geht der Alarm los. Alexa, stopp. Das heißt, man bedient das wirklich immer, man spricht es an und sagt dann auch wieder Stopp. In dem Fall habe ich jetzt nur den Alarm gestoppt, damit es nicht ewig klingelt. Aber normalerweise, wenn es den Befehl verstanden hat, geht es wieder in Standby. Das heißt, auch als Wecker zu nutzen. Genau. Kann es auch, probieren wir es aus. Alexa, spiel einen neuesten Hit. Ich habe keine Songs gefunden, die zu deiner Anfrage passen. Okay, das war zu ungenau, dann eindeutig. Es war in dem Fall zu ungenau. Amazon hat einen eigenen Musikdienst. Wenn man nur sagt, Alexa, spiel Musik, dann versucht er auf den zuzugreifen. Da ist jetzt kein Account eingerichtet, deswegen geht das nicht. Aber ich habe einen Spotify-Account damit verbunden. Das muss man ihm aber hier konkret sagen. Man sagt, Alexa, spiel einen Hit auf Spotify. Alexa, stopp. Super, dann kann man richtig befehlen. Alexa, mach, Alexa, stopp. Genau, also, wird sicher nicht grantig werden. Wird sicher nicht grantig werden, man kann ewig herumreden. Wie schaut es denn da mit der Sicherheit, mit Datenschutz aus? Ich meine, das ist ein Mikrofon, das ist immer so ein großes Thema. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei der ganzen Sache. Um das Codewort, in dem Fall Alexa, zu verstehen, muss es natürlich mehr oder weniger permanent mithören. Dass das vielen Leuten unangenehm ist, das kann ich mir schon gut vorstellen. Amazon selbst sagt, diese Sachen werden nicht gespeichert. Es reagiert wirklich nur auf diesen Befehl. Dieser Befehl hingegen, der wird dann sehr wohl gespeichert. Das kann man sich dann auch in der App, kann man sich jeden einzelnen Befehl, den man Alexa gegeben hat, dann im Nachhinein tatsächlich auch anhören. Wenn man zu große Datenschutzbedenken hat und sagt, ich will mir kein Mikrofon von Amazon in die Wohnung stellen, ja, kann ich gut nachvollziehen. Vielleicht noch zum Abschluss, es gibt auch noch eine ganz andere lustige Geschichte, wo Alexa, so wie es wir jetzt machen, im Fernsehen vorgeführt wurde in Amerika. In den USA war der spannende Fall, dass eben diesen Bestellprozess jemand im Live-TV durchgegangen ist mit Alexa. Und das haben sich Leute angesehen, die zu Hause auch dieses Gerät stehen haben. Und plötzlich wurden mal ein paar tausend Puppenhäuser bei Amazon bestellt, weil Alexa auf diesen Fernsehsprecher reagiert hat. Kann man übrigens in den Einstellungen kann man einen Code vergeben, dass man sagt, ich kann jetzt nur bestellen, wenn ich ihm einen 4-stelligen PIN sage, wäre vielleicht sinnvoll. Na, dann werden wir sehen, wie es mit Alexa und Co. weitergeht. Thomas, danke für deinen Besuch und dass du uns das kleine Ding mitgebracht hast. Gerne. Ja, und bei uns geht es jetzt sportlich weiter, nämlich mit den UPC Vienna Capitals, die im Grunddurchgang der Eishockey-Erste Liga so richtig aufgetrumpft haben. Win, also das englische Wort für Sieg, dazu die Wappen von Otterkring und der Donaustadt sowie einige Wahrzeichen Wiens. Das ziert den Helm und schützt den Kopf von David Kickert. Der 22-Jährige ist zweiter Tormann der UPC Vienna Capitals. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon bei den Caps spiele für Wien, dann bringe ich ein paar Wiener Wahrzeichen rein. Also ich habe praktisch von der Brauerei, von Otterkring, durch ganz Wien ein paar berühmte Wahrzeichen drauf machen lassen.
einfach weil das das Thema von Wien widerspiegeln soll. Kickert kommt aus dem Nachwuchs der Kagraner und steht durchaus beispielhaft für den Verein, bei dem derzeit 9 Spieler aus Wien regelmäßig auf dem Eis stehen. Kickert ist zwar nur der 2. Tormann des Teams, hat aber nach dem Grunddurchgang die besten Statistiken vorzuweisen, so wie sich die Bilanz der UPC Vienna Capitals heuer generell sehen lassen kann. So gut haben wir noch nie gespielt, hat noch keine Mannschaft gespielt in der Liga, sieht man am Punkterekord. Rekord der Siege. Grunddurchgang als erster Platz ist, glaube ich, für die Fans super, für uns auch gut. 6 Punkte nehmen wir mit und freuen wir uns jetzt schon auf die nächste Runde. Nase putzen und wieder aufstehen heißt es eigentlich nur wegen 2er Niederlagen in den letzten 2 Partien. Die 100-Punkte-Marke können die UPC Vienna Capitals am Ende des Grunddurchgangs leider nicht knacken. 3-stellige Punktezahl wäre schon schön gewesen, aber mit dem Rekord sind wir auch zufrieden und der Grunddurchgang ist ja nur für jetzt, für die Platzierungsrunde wichtig. Im Endeffekt hätten wir die 100 Punkte für zwei Tage gehabt und jetzt ist wieder jeder 6-4 2 Punkte. Also es gibt Schlimmeres, sage ich mal. Jetzt wartet mit der Pick-Round die Zwischenrunde. Als erste des Grunddurchgangs starten die UPC Vienna Capitals mit einem Polster von 6 Punkten. Wird man Erster oder Zweiter, ist man fix in der Champions League. Vor allem die Wiener im Team bauen auf die Unterstützung der Fans. Ja, ich find's super. Ich habe immer Familie, ab und zu Freunde, die zuschauen. Früher, wo ich jünger war, habe ich immer bei den Caps auch ein bisschen zugeschaut. Es sind immer ein paar Leute da im Publikum, die ich kenne. Und für seine Heimatstadt zu spielen, ist immer was Besonderes. Spätestens in den Playoffs wird dann die Heimstätte der Capitals voll sein. Dann geht es in den K.O.-Spielen um den Meisterpokal. Und vielleicht können ihn nach über 10 Jahren wieder einmal die UPC Vienna Capitals in Händen halten. In unsere On-Demand-Filmtipps starten wir dieses Mal Absolutely Fabulous. Jetzt ist nämlich der erste Spielfilm dieser kultisch verehrten Fernsehserie da, die Sie übrigens auch bei UPC On Demand sehen können. Und so wie in der Serie geht es natürlich auch im Film um 2 Damen gesetzten Alters, die so richtig Spaß am Leben haben. Darling, Kate Moss wechselt ihre PR-Agentur. Kate Moss, Darling! Patsy und Eddie sind endlich zurück. Du hast Kate Moss umgebracht. Scheiße. Eddie, wir müssen verschwinden. Wir müssen sofort abhauen. Der Film zur Kultserie mit neuen, verrückten Geschichten. Das könnte unser Leben sein. Wir gehen nicht mehr zurück. Bremsen, Eddie! Jennifer Saunders und Joanna Lumley. Absolutely Fabulous. Der Film. Jetzt bei On Demand. Wenn aus Spiel bitterer Ernst wird. In diesem Fall geht es um ein Internetspiel namens Nerf. Das scheint auf den ersten Blick einfach nur unterhaltsam. Doch bald schon werden die Einsätze höher und die Mutproben gefährlicher. Hier ist der Trailer zu einem äußerst rasanten und spannenden Mindgame-Thriller. Willkommen zu Nerf. Ein Spiel wie Wahrheit oder Pflicht. Ohne die Wahrheit. Watcher zahlen, um zuzusehen. Player spielen, um Geld und Ruhm zu gewinnen. Bist du Watcher oder Player? Watcher haben unsere Identität gestohlen. Du bist unsere Gefangene. Wir kontrollieren dein Leben. Der einzige Ausweg ist zu gewinnen. Denk dran, du bist meine Augen. Oh mein Gott. Schneller! Spiele um Ruhm, Geld und dein Leben. Nerf. Jetzt bei On Demand. The Purge Teil 3. Fans der ersten beiden Filme wissen sicher schon, was jetzt kommt. Für all jene, die die Vorgängerfilme nicht gesehen haben, auch kein Problem. Wieder erwartet sie ein Thriller mit einem Schuss Horror und wieder mit dabei sehr viel Gesellschaftskritik. Eine Nacht ohne Regeln. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge. Sobald die Sirene ertönt, sind sämtliche Verbrechen für 12 Stunden erlaubt. Komplette Anarchie. Wir müssen die Purge beenden. Wir müssen etwas unternehmen gegen diese Senatorin. Wie wollen Sie? Also haben wir jetzt nur ein Ziel. Überleben. Der dritte Teil der Purge-Reihe. Runter! The Purge. Election Year. Jetzt bei On Demand. Ja, und mit diesem Filmtrailer sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Genaue Infos zu allen Filmen finden Sie auch online, nämlich unter ondemand.upc.at. Danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.